Die Psychoanalytiker Jekyll und Eidelberg beschreiben den Urzustand des Subjektes als die sogenannte narzisstische Einheit. Und der Wunsch nach Wiederherstellung dieser narzisstischen Einheit ist dann auch ihrer Ansicht nach das, was im Grunde die Liebe ausmacht. Liebe ist dahingehend als das Urbedürfnis der Rückkehr in den Raum der Endlosigkeit, des Nichts, der absoluten Freiheit und Befriedigung zu verstehen. Dass diese Liebe sich jedoch auf andere Objekte, also auf Personen in der Außenwelt richtet, liegt dann an den ersten Erfahrungen, welche das Kind machte, als es aus dem Paradies, dem sogenannten primären Narzissmus, vertrieben wurde oder herausgefallen ist. Das Kind versucht, an dieser narzisstischen Einheit festzuhalten, diese wiederherzustellen. Die Außenwelt ist dabei das, was ihm dieses Narzissmus beraubt hat, und gleichzeitig so die Erfahrung des Kindes, welche es ihm zumindest im Ansatz wieder beschaffen kann. Das Kind kommt also zum Objekt, nicht aus der Lust heraus, sondern aus der Not. Vor allem ist wiederholend darauf zu verweisen, dass das Ich anfänglich nur widerstrebend den Objekten sich zuwendet, ist ihm doch im Stadium der fiktiven Autarkie der eigenen Körper zugleich auch die Objektwelt. Erst noch misslingen der Versuche, die Fiktion aufrechtzuerhalten, greift es zu anderen Methoden, seine Einbußen an Allmachtsgefühl zu restituieren. Das ist die ureigentlichste Funktion und Bestimmung der Objekte für das Ich. Daher die Aufrichtung des Ich-Ideals, daher die libidinöse Besetzung der Objekte. Das Ich-Ideal ist zu verstehen als ein Teil des Über-Ichs. Es ist die Projektion des Bedürfnisses nach dem Ursprung, nach der narzisstischen Einheit und Allmacht auf die Außenwelt, auf die Objekte in dieser Außenwelt. Diese Objekte oder die Fantasie der möglichen Befriedigung durch diese Objekte werden dann introjiziert und im Inneren als dieses Ich-Ideal errichtet. Dieses Ich-Ideal ist die Vorstellung dessen, wie man gerne wäre, was man bräuchte, wie man sein sollte, um in diesen Zustand der Bedürfnislosigkeit zurückkehren zu können. Dabei ist dieses Ich-Ideal schon immer an andere Objekte gebunden, dadurch diese ja überhaupt die Erfahrung der Befriedigung des Bedürfnisses nach narzisstischer Allmacht und Einheit zumindest im Ansatz erfüllt wurde. Das Kind will also in erster Linie die Eltern glücklich machen, um von ihnen glücklich gemacht zu werden. Das Ich-Ideal ist dann dahingehend auch in zwei Richtungen zu denken. In Richtung dessen, wie man haben müsste, um in diesen Zustand der narzisstischen Einheit, der absoluten Befriedigung zurückkehren zu können, und wie man sein müsste, um diesen anderen dann auch zu bekommen. Die autarkische Fiktion gibt uns einen deutlichen Hinweis, dass die Angst letzten Endes der Bedrohung dieser fiktiven Einheit gilt, die paradigmatisch für das Seelenleben zu sein scheint. Danach ist die Störung dieser Fiktion als der schwerste Einbruch in den Narzissmus zu werten, dessen Wiedergutmachung die Objektbesetzung gilt und deren an zwanghafte Gemahnen der Unentwegtheit erklärt. In dem Gefühl des Gestilltwerdens, in dem Gefühl der Wärme der anderen Körper, dem Gehaltenwerden, erlebt das Kind dann wieder einen Ansatz von dieser Erfülltheit. Doch ist dieser Zustand natürlich nicht ewig. Die Frustration wird ja nicht genommen, bevor sie aufgekommen ist. Im Gegenteil, es bedarf sogar einer gewissen Handlung, auch wenn es nur ein Schreien ist, damit die Befriedigung zu einem kommt, damit diese Erfülltheit sich wieder im Teil einstellt. Und in den bisherigen Betrachtungen deutete es sich ja bereits an, dass jedes Lieben eigentlich am Ende ein geliebt werden wollen darstellt, zumindest darin seinen eigentlichen Ursprung findet. Liebe ist dabei der Versuch, durch den anderen wieder diese narzisstische Einheit herzustellen, aus der man ja einst entsprungen ist. Und im Ansatz hat man dann eben diese Wiederherstellung in der Kindheit durch die anderen Objekte erlebt, die einen versorgten, weshalb es einen nun wieder zu den anderen Objekten treibt. Daher auch die groteske, ans wahnhaft gemahnende Überschätzung des Liebesobjektes. Steckt doch hinter dem geliebten Objekt eigentlich das eigene, im manischen Rausch des Geliebtwerdens schwelgende Ich, das das Objekt für würdig befunden hat, das Allerwertvollste auf Erden, sein Ich-Ideal in der Wirklichkeit zu vertreten.
Dabei ist dann das Objekt bzw. die Person nicht beliebig auswechselbar. Jene Person muss bestimmte Qualitäten erfüllen, welche sie mit unserem Ich-Ideal identifizieren lassen. Doch wissen wir gerade nicht um diese Qualitäten. Sie stellen ein Mysterium für uns dar. Sie repräsentieren ja den Verweis auf den ewigen Spalt, auf die ewige Lücke, aus der unsere psychische Existenz überhaupt hervorgegangen ist. Sich zu verlieben bedeutet, an eine Frustration erinnert zu werden, von der man nicht wusste, dass man sie hat, an die prägenden Frustrationen und an die versuchten Selbstheilung für diese. Man wollte jemanden, man fühlte sich von etwas beraubt und dann scheint es da zu sein. Und was in dieser Erfahrung erneuert wird, ist eine Intensität der Frustration und eine Intensität der Zufriedenheit. Es ist, als ob man seltsamerweise auf jemanden gewartet hätte, aber man wusste nicht, wer die Person war, bevor sie da war. Egal, ob man sich bewusst war, dass etwas im eigenen Leben fehlte oder nicht, man wird es sein, wenn man die Person trifft, die man wollte. In dieser Hinsicht erklärt sich dann auch, warum das Gefühl der Liebe in den meisten Fällen ja keine Ewigkeit darstellt, warum die Liebe mit der Zeit abflacht. Denn mit jedem Tage wird man Stück für Stück und das im wahrsten Sinne des Wortes vom anderen enttäuscht. Denn es stellt sich heraus, dass selbst dieser vermeintliche Verschmelzungsversuch einen die narzisstische Einheit eben nicht zurückbringt. Daher ist auch umso größer der Liebeswahn, umso größer die folgende Enttäuschung. In dem Unwillen, diese Unmöglichkeit der narzisstischen Einheit anzuerkennen, wenden sich dann nicht weniger im anderen Objekt zu, also einer anderen Person, in der fälschlichen Hoffnung, dort diese Wiederbelebung der narzisstischen Einheit zu ermöglichen.